Hallo, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute sprechen wir über die einfache Regression mit der Schätzmethode OLS. Dabei wird es in diesem Video nicht um etwas Theoretisches gehen, beziehungsweise in dieser ganzen Playlist und den ganzen Videos zu Machine Learning beziehungsweise zu diesen statistischen Modellen, sondern wir sprechen einfach nur über die Umsetzung in Python, damit ihr eure eigene lineare Regression in dem Fall selber umsetzen könnt. Dementsprechend gehen wir direkt rein in die Praxis, denn so lernt man es am besten. Und zwar importieren wir zunächst einmal unsere relevanten Module. Zunächst einmal NumPy, SNP und dann ein neues Package, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und noch nie sonst was gesehen habt. Und zwar StatsModels, was ihr auch ganz normal mit StatsModels, pip install StatsModels installieren könnt. Und zwar StatsModels.api SSM. Bei dieser Videoreihe wird sich auch gefühlt um ein StatsModels-Tutorial handeln, weil wir eigentlich ja hauptsächlich, vielleicht mit kleineren Ausnahmen, ausschließlich auf dieses Package zugreifen, wie auch immer, werden, weil dort auch die meisten statistischen Modelle gut implementiert ist und man da auch richtig schöne Ergebnisse herausbekommt, die auch schön visuell dargestellt sind. Wie gesagt, wir schauen einfach mal weiter, was die Zukunft bringt. Aber zunächst einmal fokussieren wir uns auf StatsModels. So, wir machen weiter. Und zwar müssen wir zunächst einmal Daten generieren. Wir haben keine Daten jetzt einfach mal da. Und deshalb generieren wir die einfach mit NumPy und sagen zunächst einmal, wir bestimmen eine Sample Size, beziehungsweise das müssen wir gar nicht machen. Wir gehen direkt rein und erstellen zunächst unsere X-Werte. Dafür sagen wir zunächst einmal x gleich np.linspace und geben jetzt einzelne Werte hinzu und zwar bestimmte Parameter halt. Einmal die 0, dann die 50 und die 26. So, was haben wir hier erzeugt? Wir haben ein NumPy-Array erzeugt. Das schauen wir uns auch an. Und zwar können wir, wenn wir hier in VS Code, in dem Sinne, okay, wir fangen an mit den oberen drei Zeilen, beziehungsweise obere vier Zeilen, markieren die, drücken Shift und Enter gleichzeitig. Und dann öffnet sich auch hier schon das Terminal. Die ganzen Sachen werden eingeladen. Und hier wird auch das X erzeugt, beziehungsweise auch in einem Zwischenspeicher abgespeichert. So und dementsprechend, wenn wir jetzt hier das X nehmen und einfach in dieser Zeile sind, wir können es aber auch hier in dem Sinne komplett markieren und dann wieder Shift und Enter drücken, wird das hier in der Ausgabe ausgegeben, unser X. In dem Sinne hier, das ist ja ein NumPy-Array. Wenn ihr noch keine Ahnung von NumPy habt oder von Python an sich, habe ich dazu auch nochmal eine komplette Playlist, beziehungsweise zwei komplette Playlists auf diesem Kanal. Schaut gerne mal vorbei, würde mich freuen. Und zwar, wir haben ja hier unser NumPy-Array erzeugt. Und jetzt machen die ganzen Werte hier oben auch Sinn. Und zwar sind es insgesamt 26 verschiedene Werte in diesem NumPy-Array. Dafür steht auch hier die 26, denn wir wollten 26 Werte erzeugen. Und die Werte sollten von 0 bis 50 gehen. So, und wie wir hier unten sehen können, gehen sie auch von 0 bis 50. Es sind 26 Werte. Und wenn man das so einträgt, sind die Werte halt relativ schön, weil die Werte immer genau 2 Abstand haben. Also 0, 2, 4, 6, 8 und so weiter und so fort. So, soviel zu unserem ersten unabhängigen Variable. Wir möchten aber noch eine zweite unabhängige Variable hinzufügen. Dafür sagen wir einfach mal, dass unser Groß-X, hoffentlich ist es nicht so verwirrend, wenn beides X ist, aber das ist jetzt einfach ein bisschen einfacher, oder wir nennen es, ja doch, wir bleiben dabei, soll, benutzen wir auch hier wieder eine NumPy-Funktion, und zwar die, oh, ich muss gleichzeitig machen, np.columnStack-Funktion. So können wir einfach zu unserer vorherigen einzigen Spalte, die wir haben, noch eine zweite Spalte hinzufügen, womit wir dann zwei Spalten haben, beziehungsweise zwei unabhängige Variablen, und können die dann regressieren auf unsere abhängige Variable. So sieht wie folgt aus. Wir müssen zunächst einmal dann sagen, dass wir einmal unsere vorherigen x-Werte haben wollen. Und jetzt können wir hier zu den x-Werten noch eine Funktion so in der Art hinzufügen, die diese Werte dann nochmal nimmt, etwas mit ihnen macht, sage ich mal, und dann als zweite Spalte hinzufügt, womit wir dann ein NumPy-Array haben, das zweidimensional ist. Das heißt, wir sagen jetzt hier einfach mal x und dann Sternchen, Sternchen 2. In dem Sinne wird dann halt das Quadrat von x gebildet und hinzugefügt.
Wir führen das einfach alles mal aus, auch hier wieder mit Shift und Enter gleichzeitig und geben uns das Groß X einfach mal aus. So, wenn wir jetzt in diese Ausgabe gucken, ich mache die vielleicht noch mal ein bisschen größer, ein bisschen höher, damit wir mehr sehen, haben wir zunächst einmal hier die vorherigen Werte in der linken Spalte. Vielleicht ein bisschen verwirrender, das E plus 01, beziehungsweise E plus 1 steht in dem Fall einfach mal für mal 10 das Ganze nehmen. Das heißt, hier oben haben wir auch beides mal die 0. Hier haben wir 2 mal E plus 0, ist in dem Sinne einfach nur 2. Und hier auf der rechten Seite haben wir immer das Quadrat. Das heißt, hier haben wir 2, dafür dann die 4. 4, 4 Quadrat ist natürlich 16. Hier aufgepasst, hier ist dann natürlich dann E plus 0,1, weil wir das mal 10 rechnen müssen, damit wir von 1,6 auf 16 kommen und so weiter und so fort. Und hier ganz unten ist dann natürlich, was ist das? Das ist die 50. Und hier in dem Sinne müsste dann die 2500 stehen. Passt natürlich auf, weil wir das hier Ganze, also die 2,5 mal 1000 rechnen müssen. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch eine Konstante. Dafür gibt es natürlich auch eine tolle Funktion, und zwar in dem StatsModels-Package. Dafür können wir einfach sagen StatsModels add constant und müssen einfach hier unseren x-Wert hinzufügen. Wenn wir das auch mal ausführen, sehen wir auch hier wieder unser wundervolles Array. Habe ich es ausgeführt? Ich habe es, glaube ich, nicht ausgeführt. Nochmal ausführen. Und da sehen wir es ja auch schon. So, hier wurde auch noch eine Konstante hinzugefügt. Dementsprechend haben wir jetzt drei verschiedene Spalten. Einmal hier unsere, auf der linken Seite, unsere Konstantenspalte. Hier unsere erste Spalte, die wir erzeugt haben. Und hier auf der rechten Seite die gleichen Werte wie in der mittleren Spalte, nur halt quadriert als unsere dritte Spalte. So, was wollen wir noch machen? Wir wollen zunächst einmal, damit wir es gleich auch ein bisschen einfacher haben und sehen, dass auch alles funktioniert hat, wollen wir schon vor unser Beta definieren. Das heißt, unsere Werte, die wir erhalten wollen würden, beziehungsweise die wir erhalten wollen, wenn wir dann die lineare Regression mit OLS durchführen. Dafür sagen wir einfach np.array und geben dann hier auch natürlich ein Array wieder. Und zwar möchten wir für die Konstante den Wert 1 haben. Jetzt können wir uns auch egal was ausdenken, das ist eigentlich komplett egal. Für das Beta 1 soll eine 2 rauskommen und für das Beta 2 eine, nein, nicht eine 3, sondern nehmen wir mal eine 5. So, und jetzt, oh, genau, ausgeführt, perfekt, direkt zweimal. Und jetzt wollen wir noch, machen wir das direkt schon? Ja, wir wollen natürlich jetzt hier auch noch einen Fehlerterm hinzufügen. Dafür setzen wir zunächst einmal mit np.random.seed einen Seed in NumPy, damit wir, weil wir erzeugen gleich random Werte, wir erzeugen den Fehlerterm random, das werden wir vorher in Seed gesetzt haben und den immer wieder neu setzen, sage ich mal, wenn wir das Ganze durchführen, erstellen wir genau, beziehungsweise erzeugen wir genau die gleichen random Werte. In dem Fall nehmen wir einfach mal die 1, 2, 3, 5, 6, recht einfach. So, der Seed ist gesetzt, wir führen das auch nochmal aus mit Shift und Enter. So, und jetzt erzeugen wir uns unseren Fehlerterm, und zwar mit np.random.normal. Das heißt, die sind dann auch normal verteilt und ich glaube, das ist gar nicht, das ist in Standard normal verteilt, glaube ich. Können wir uns aber gleich auch mal anschauen. Und zwar mit dem Erwartungswert 0 und der Varianz 1. Und zwar müssen wir hier Size definieren. Das heißt, wie viele Werte wollen wir erzeugen. Und wir haben ja hier eine Sample Size von 26. Dementsprechend müssen wir hier auch 26 Werte erzeugen. So, wir führen das einfach einmal aus und schauen uns an, was in E drin ist. Genau, es sieht eigentlich recht, okay, nee, wir haben einen Erwartungswert von 0 und eine Varianz von 1, würde ich sagen. Ja, scheint so zu sein, glaube ich, macht irgendwie Sinn. Ist aber auch egal, sind ja sowieso nur Fehlerwerte. So, jetzt müssen wir als nächstes unsere y-Werte noch definieren, als letzte Werte. Und zwar nehmen wir dafür np.dot, denn wir wollen hier eine Matrizenmultiplikation durchführen. Und zwar wollen wir unsere x-Werte, also unser großes x, was ja jetzt in dem Sinne unsere drei Spalten enthält, multiplizieren mit unserem Beta. Und wir lassen zunächst einmal das e weg, aber wir fügen es gleich nochmal hinzu und dann können wir uns das nochmal anschauen. Erzeugen unser y, schauen uns unser y einfach mal an. Ist, glaube ich, aber auch relativ uninteressant. Und das sind genau dann die Werte, die für unser y auch gleich rauskommen sollen, wenn wir die selber predikten wollen. Das sind eigentlich komplett uninteressante Werte. Aber wir können es halt. Also ich mache das auch alles mal ein bisschen noch der Übersicht halber schöner und weg. Hier noch vielleicht ein paar Leerzeichen wegnehmen.
so, das gehört zusammen und so. So, und jetzt kommen wir auch schon zu unserer OLS-Schätzung. Und zwar müssen wir zunächst einmal ein Model-Objekt erzeugen, und zwar mit sm.ols. Und wir müssen hinzufügen einmal unsere y-Werte und unsere x-Werte. Somit wird halt genau dieses Model gefüttert. So, wir führen es einfach einmal aus. Also, und jetzt müssen wir nur noch sagen, dass wir davon auch Resultate erhalten wollen. Und zu sagen einfach, sagen wir Resultate ist gleich model.fit. Und so werden uns dann diese Model-Resultate von der Schätzung an Resultate übergeben. So, ich führe das einfach mal aus. So, und was wir jetzt sehen wollen, das ist jetzt das Spannende von dem Ganzen, sind natürlich die Ergebnisse. Dafür können wir einfach sagen, results.summary. Summary. Nicht Results, sondern Resultate. Und wir führen das alles einmal aus und sehen auch hier unsere komplette Schätzung. Das heißt, ich mache es halt nochmal ein bisschen größer und führe es vielleicht nochmal aus. Sieht man alles? Genau. Hier haben wir halt unsere ORS-Regression. Unsere abhängige Variable ist in dem Sinne halt y, wie wir dann auch hier schon eingegeben haben. Genau. Wir haben ein r² von 1 und. Das heißt, ihr könnt euch hier auch komplett gefühlt alle Werte, die euch interessieren, ausgeben lassen. Wir haben auch hier gewisse Notizen dazu, beispielsweise the condition number is large. Das heißt, es kann sich hier um starke Multikollinearität handeln. Das ist natürlich auch klar, weil wir haben ja hier einfach das x, beziehungsweise unsere zweite Column ist einfach ein Vielfaches davon. Ja, nicht ein Vielfaches, sondern das Quadrat davon. Macht ja schon Sinn, dass wir da auch eine komplette Abhängigkeit voneinander haben. Und wir haben ja vorher unsere Koeffizienten schon vorher definiert mit 1, 2 und 5. Und genau diese Koeffizienten können wir hier unten auch sehen. Perfekt. Wir haben aber unser e noch nicht hinzugefügt. Das heißt, wir fügen unser e vielleicht auch nochmal hinzu und definieren unser y nochmal neu. Lassen das hier auch alles nochmal komplett laufen. Und jetzt verändern sich natürlich auch unsere Koeffizienten, weil unser y jetzt nicht mehr so perfekt definiert ist, wie wir es vorher hatten, sondern diese Random-Komponente von e hinzugekommen ist. An unserem r² hat sich nichts verändert. Die anderen Werte werden sich natürlich schon verändert haben. Wir haben immer noch starke Multikollinearität. Ist natürlich alles ein bisschen doof, aber sollte in dem Video dazu noch nicht gehen. So, was ich euch zuletzt noch zeigen möchte, sind noch ein paar Attribute, die diese Resultate haben. Und zwar zunächst einmal können wir uns mit Resultate.params die Parameter ausgeben. Das heißt, die Parameter, die wir auch hier sehen beim Koeffizienten, das heißt die geschätzten Werte für unsere Betas. Dann können wir uns auch hiermit einfach beispielsweise das r² ausgeben lassen. Das ist in dem Sinne, also hier ein Wert sehr nah an der 1. Interpretation lasse ich jetzt mal euch überlassen. Und wir können uns beispielsweise auch die Standardfehler ausgeben lassen mit dem Attribut BSE, die wir aber auch hier schon sehen können in dieser Spalte. Und was vielleicht noch ganz cool ist, dass wir uns auch dafür mache ich aber das E hier nochmal weg, weil das ist dann recht spannend. Und wir wollen jetzt dann vielleicht nochmal die Ys nochmal dazu ausgeben. Ich führe das hier auch nochmal alles komplett aus. So, und BSE, nee, nicht BSE. Achso, ich wollte Predict noch ausgeben. Predict. So, und wenn wir uns ausgeben, wir haben jetzt einmal hier unsere Y-Werte, das heißt die Werte, die wir selber definiert haben und das, was unser Modell predicten würde. Und es kommt tatsächlich 1:1 genau die gleichen Werte heraus. Ist ja auch klar, weil das alles komplett künstlich erstellte Daten sind. Und wir haben den Fehlerwert rausgenommen. Dementsprechend muss es einfach so rauskommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da, lasst mir gerne einen Kommentar da. Verbesserungswünsche für alles. Ich bin für alles dankbar. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.